Was geht's? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir spielen Modern Warfare in diesem Video. Warum, fragt sich bestimmt der ein oder andere. Gute Frage. Also es hat eigentlich vor ein paar Tagen begonnen, denn da hat Raven Software angekündigt, es wird mit dem Season 4 Reloaded Update ein Event kommen, in dem man sich fancy Tarnungen erspielen kann, die wahrscheinlich sogar animiert sind oder so. Ja, gut, was muss man dafür machen? Man muss Titanium Iron Trials spielen und dort irgendwelche Titanium Trials spielen. Gott, seltsamer Name. Dort muss man irgendwas machen und am Ende, wenn man alle Sachen voll hat, kriegt man so eine tolle Tarnung. Punkt hier ist leider, Titanium Trials, wie man sich vielleicht schon denken kann, ist praktisch die weiterentwickelte Version von Iron Trials, was ich prinzipiell gut finde. Leider spielt der ganze Spaß auf Caldera und leider habe ich Caldera viel, viel zu wenig gespielt. Also dachte ich mir, gut, spielen wir mal Caldera. Und ja, wie soll ich sagen, es lief irgendwie in Ordnung. Ich habe 4 Runden insgesamt gespielt und danach hat sich Warzone gedacht, nö, du kriegst keine gute Runde. Nö. Ich habe eine gute Runde gehabt und danach habe ich keine Lobbys mehr gefunden. Danke, Spiel. Ich krieg 3-mal auf die Fresse, aber kaum habe ich eine gute Runde. Nein. Ja. Und da habe ich mir gedacht, gut, was machst du stattdessen, was dir vielleicht in Warzone helfen könnte? Ja, Movement verbessern, das machen wir in Modern Warfare und dabei kann ich auch noch Snipen üben, denn ich will eines Tages auch eine gute Sniper sein, damit ich auch so fancy, coole Clips wie die ganzen coolen YouTuber hochladen kann. Aber bis dato ist es noch ein weiter Weg und ja, wir gehen in Modern Warfare rein. Das Sweatfest wird gleich beginnen. 34 Grad, das Thermometer ist mein Zeuge. Und ja, also, wir sweaten, tryharden hier richtig rein. Aber richtig. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr dieses Handtuch eine Hilfe ist. Und dieses Handtuch fängt den ganzen Nackenschweiß und so hier ab. Das ist, werde ich wahrscheinlich öfter machen. Und man kann sich hier richtig leicht irgendwie ein bisschen abreiben. Also, den Schweiß abwischen, meine ich. Abreiben, ne? Doppeldeutig seinen Vater. Wir labern nicht weiter drum rum, wir gehen rein. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schon erwähnt habe. Die Hitze macht mein Brain kaputt. Bis gleich. Ciao. Die weirdeste Map. Okay, Mist. Fuck. Ich bin scheiße, ich weiß. Junge, ich treffe halt gar nichts. Ich treffe gar nichts. Ich treffe gar nichts. Legit, ich treffe nicht. Wie oft bin ich gestorben? 5-mal, perfekt. Wow. Danke! Mein Teammate ignoriert das einfach. Dem war das gerade einfach egal. Und der campt da oben. Und ich habe ihn wieder nicht gesehen. Wie gesagt, weirde Map. Die ist selbst für MW-Verhältnisse weird. Das ist sie nicht, weil es irgendwie... weil ein Infinity Ward-Mitarbeiter sich gedacht hat, hey, wie wär's, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Map nehme oder so? Diese Map ist entstanden irgendwie COD2, glaube ich. Also, ich konnte zu der Zeit, als die Map rausgekommen ist, nicht mal die Schuhe richtig finden. Okay, da oben war noch jemand. Hätte ich wissen können. Da kommt ein Elektrotaschenmesser rein. Oder ein Schraubenzieher. Thermo. Ein Schraubenzieher, ich stech euch alle ab. Thermo.
Ich hab diese Map seit Jahren nicht mehr gespielt. Schrotflinte. Mit dem Schraubenzieher abgestochen. Das hat alles hat sich jetzt gelohnt. Nee, wisst ihr was? So, Vanguard hat mich eigentlich. Hat mich eigentlich gebrochen. Es ist nicht möglich, dass ich mich jetzt wegen irgendwas hier aufrege. Kevins. Das sind ganz schlimme Kevins. Sogar im Endstadium. Da war noch einer. Die übertreiben Gruppenkuscheln. Wie süß. Letzte Runde. Hatte ich leider nun einen Schraubenzieher. Doch jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben jetzt einen goldenen Schraubenzieher. Gott, ich freue mich so sehr, wenn ich hoffentlich irgendwie morgen oder so wieder Warzone spielen kann. Das gelingt mir natürlich wieder, aber ein verdammter Quickscope oder so. Nee, Bruder, auf jeden Fall nicht. Natürlich. Ich wurde gesnackt. Geil. Immerhin habe ich einen Großmeister-Kill gemacht. Es ist mal schön, gegen ein paar Sniper-Tryhards zu spielen. Nur so wächst man. Diamanten entstehen durch Druck, nicht durch Umarmungen. Sonst wird man noch zu so einem typischen Safe Space Modern Warfare spielen. Ja. Danke! Jupp. Nein. Ich verpiss mich. Ich bin kein Kämpfer. Aha. Ich hab jetzt ein Knastmesser. Mit Damaskus drauf. Danke.
Ha! Spielverderber. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich jemanden sehe. Richtig salzig. Spezi-Bonus. Yeah. Findet er nicht lustig. Finden die alle nicht witzig. Ich weiß jetzt, warum diese Leute Modern Warfare spielen. Das macht Spaß. Recht interessante Runden waren das, muss ich ehrlich sagen, aber ja, damit kann man arbeiten. Wenn ich da jetzt noch ein bisschen mehr Zeit reinstecke, so keine Ahnung, vielleicht zu Modern Warfare 2 Release, kann ich sagen, dass ich zumindest ein akzeptabler Sniper bin. Und wenn ich dann noch ein bisschen mehr rein tryharde, kann ich vielleicht auch anfangen, so fancy Montagen hochzuladen. Wie die ganzen coolen TikTok-YouTuber oder so. Ja. Geil. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Euer Jace. Ciao.